Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Im Psalm 23 steht, dass der Herr unser Hirte ist. Und das hat auch David schon gewusst. Und er führt uns auf grüne Auen. Und das ist wunderbar. Wir dürfen ihm alles anvertrauen und uns wirklich auf ihn verlassen. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Berechtigte Hoffnung ist heute das Thema. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Berechtigte Hoffnung. Dürfen wir das haben? Was erwartest du? Wie hoffst du? Auf was hoffst du? Oder rechnest du immer, doch enttäuscht zu werden? Zu hoffen und gleichzeitig rechnen, dass man enttäuscht wird. Ich glaube, das ist heute so der Standard. Aber wir sollten doch mehr hoffen. Hoffen, dass Gott das wirklich tut, was er versprochen hat, weil er wird das tun. Und der Teufel will dir immer die Hoffnung nehmen. Er sagt immer, ja, das ist eine Lüge, heute doch nicht mehr. Und sowas kann dir überhaupt nicht passieren. Und selbst wenn ein Wunder geschehen würde, also er, der Teufel, möchte dir jegliche Hoffnung nehmen. Er kommt da nicht mit der großen schwarzen Mistgabel, wie er oftmals dargestellt wird, sondern manchmal kommen solche Worte aus Menschen, die wir lieben, die uns nahestehen, die uns was zu sagen haben, die sagen, ach ja, also glaub doch nicht daran. Ich sage dir, lass die Hoffnung nicht sinken. Fange an zu glauben, dass Gott etwas Gutes für dich bereit hat. Er hat etwas Gutes auch heute für dich bereit. Danke, Herr, dass du Gutes für uns bereithältst, Herr, auch in dieser Zeit, Herr, die so speziell ist. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, auch wenn wir es nicht sehen, Herr, dürfen wir glauben und hoffen, Herr. Herr, danke, Herr, für deine Liebe, Herr, in der du uns begegnen möchtest. Danke, Herr, Herr, dass die Hoffnung, Herr, in Glaube umgesetzt wird und wir es empfangen werden. Amen. Amen. Und bevor wir Zeugnisse hören, möchten wir wieder beten. Und ein Gebetsanliegen wegen Wirbelsäulenprobleme erhielten wir per E-Mail. Die Ärzte sagen zu mir, ich hätte eine Verengung am Lendenwirbel. Zurzeit habe ich sehr starke Schmerzen und kann kaum mehr laufen, ohne zu hinken mit dem linken Bein. Bitte betet für mich um vollständige Heilung, denn ich bitte um ein Wunder von Jesus. Vielen lieben Dank. Und Jesus, du kennst diese Person, die wirklich ihre Hoffnung auf dich setzt und an ein Wunder glaubt. Und ich danke dir, dass du diese Wirbelsäule wiederherstellst, dass diese Schmerzen verschwinden und dass diese Nerven wieder den ganz normalen Durchgang haben, so wie du es geschaffen hast in deiner göttlichen Schöpfungsordnung. Und wir danken dir einfach, dass du eingreifst und dass diese Person wieder vollständig gesund ist und auch wunderbar laufen kann wieder, dass diese Schmerzen im Bein und das Hinken verschwindet. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Und ein Gebetsanliegen für eine Mutter. Die Tochter schreibt, Gebet für meine Mutter. Ihre Augen werden blind. Sie sieht nur noch wenig und sie pflegt ihren Mann. Und Jesus, du siehst auch diese Situation, die so schwierig ist mit der Mutter, wo fast nichts mehr sieht und ihren Mann pflegen muss. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst, dass du dieses Augenlicht wieder vollständig herstellst und ihr wieder neue Kraft schenkst für die Pflege. Danke, Jesus, dass du auch da ein Wunder tust und dass du aber auch den Mann wieder herstellst. Auch an ihm kannst du ein Wunder tun, auch ihn kannst du heilen. Und ich danke dir, dass du eingreifst und die gesamte Situation sich positiv verändert. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und schreib uns dein Anliegen oder ruf an. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Folgendes Gebetsanliegen erhielten wir per E-Mail. Ich habe Osteoporose, wohl familiär bedingt. Meine Eltern hatten auch Osteoporose. Bitte um Gebet. Danke, Herr. Herr, danke, Herr, dass diese ganze Erblinie, Herr, wir durchbrechen und Herr, dass es nicht sein kann, Herr, dass das sofort geht. Und ich danke dir dafür, Herr, dass auch da Hoffnung da ist. Hoffnung und Glaube, Herr, für Heilung. Egal, wie die Vorgeschichte aussieht, egal, wie die,
wie die ganzen Diagnosen sind. Ich danke dir dafür. Herr, schenke du, Herr, Heilung für diese Osteoporose. Ich danke dir dafür. Vater im Himmel, wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Und eine Mutter bittet für ihren Sohn um Gebet und sie schreibt, bitte beten Sie für meinen Sohn. Er hat schwere Depressionen. Vielen Dank. Und da dürfen sich auch alle einklinken, die auch schwere Depressionen haben. Gott ist der, der Gebet erhört und auch eine Lösung hat. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr, dass du der Gott bist, der die Lösung geschaffen hat. Und Herr, all diese großen Sorgenberge, all diese großen unmöglichen Dinge, Herr, die bei Depressionen so gewaltig dastehen und Herr, aussehen, als wären sie nicht lösbar. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, komme du in diese Situation hinein und zeige, Herr, diesen Menschen, wie groß du bist und wie herrlich und was für Möglichkeiten du hast. Ich danke dir dafür. Herr, schenk diesen Menschen und ganz besonders diesem Menschen, der hier um Gebet bittet, Herr, wirklich eine neue Perspektive, Herr, wo er dich sieht und Herr, und deine Hilfe verspürt. Danke, Herr. Amen. Amen. Und wunderbare Zuschriften haben wir wieder erhalten, wo Menschen Gott erlebt haben. Und da möchte ich einige vorlesen. Ein Mann hat uns einige Gebetserhörungen wissen lassen, die er erlebt hat. Und er schreibt, als erste Erhörung hat Gott mir letztes Jahr eine wunderbare Frau geschenkt. Und dann, vor vielen Jahren, sagte Daniel bei den Oasentagen, es ist jemand da, bei dem will Gott etwas Größeres tun. Und so wie es aussieht, werde ich nach Uganda in eine muslimische Region geschickt. Und die dritte Gebetserhörung ist, ich darf meine Tabletten absetzen. Auch dies sagte mir Daniel vor einigen Jahren zu. Und außerdem möchte ich Zeugnis für einen Freund geben, der Alkoholiker war und seit einer Gebetsnacht keinen Alkohol mehr trinkt. Wie wunderbar, wenn Gott doch eingreift in Menschenleben und Situationen. Gott lässt uns auch in Rechtsangelegenheiten nicht im Stich. Und da schreibt jemand, ein Wunder ist geschehen. Nach vielen Jahren der Korrespondenz mit dem Arbeitsgericht habe ich vor ein paar Tagen endlich ein Schreiben bekommen, das dieses Mal zu meinen Gunsten entschieden wurde. Gott ist wirklich gut. Ich durfte es erleben. Recht herzlichen Dank für eure Gebete und Beistand. Ja, viele Menschen dürfen das erleben und das ist so wunderbar. Und da schreibt jemand, Fuß ist wieder in Ordnung. Eine Großmutter schreibt das. Danke für euer Gebet. Der Fuß meines Enkels ist wieder in Ordnung und unser Sohn hat Schutz und Bewahrung im Urlaub erlebt. Er konnte sich gut erholen. Ja, auch dafür sorgt Gott und auch das ist wunderbar. Ein letztes noch, ein Zeugnis, das uns per WhatsApp erreichte. Liebe Geschwister, in der Gebetsnacht bat ich für zwei Halbschwestern um Gebet für Versöhnung. Einen Tag später geschah die Versöhnung. Dank sei Gott und danke für eure Gebete. Wie wunderbar und manchmal so schnell. So eine Versöhnung, was hat das für einen Wert, wo oftmals Jahre, Jahrzehnte gewartet wird und manchmal die Hoffnung sogar geschwunden ist. Lass uns wissen, was Gott in deinem Leben getan hat. Wir würden es gerne, gerne vorlesen. Ja, berechtigte Hoffnung. Ich sag dir, freu dich heute einfach mal ganz einfach, was Gott für dich alles Gutes vorbereitet hat. Sage, danke Herr, lass mich Stück für Stück erleben, was du für mich vorbereitet hast. Und wenn du Gebetshilfe brauchst, darfst du dich gerne bei uns melden. Wir beten gerne für dich. Und heute möchte ich dir wieder sagen, unser neues Magazin ist da. Lass es dir einfach zusenden. Du findest die Anmeldung auf unserer Webseite und es ist völlig kostenlos. Wir verabschieden uns für heute und wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich.
Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.